Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. Ja, beim letzten Mal sind wir weiter im Sivko-Gebäude stehen geblieben. Haben gegen unseren Freund, beziehungsweise eher Rivalen, Freund ist relativ, Gary gekämpft und ja, sind nun im 10. Stock. Kurz bevor wir gegen diesen Typen dort kämpfen werden, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Giovanni, der Boss von Team Rocket und ja, das ist unser Team bisher. Alle auf, na gut, fast alle auf Level 38. Knorgon, Nidoking sind es noch nicht, aber das werden sie, denke ich mal, auch bald sein. So, ich glaube, dieser Rüpel da unten hatte Boden-Pokémon sogar im Team. Deshalb, ja, wechsle ich mal einen Glurak und kämpfen einfach mal gegen ihn. Halt, kein Schritt weiter. Und klatschen den jetzt erstmal weg. Denn er ist der letzte. Jo, er hat einen Dragosso, okay. Er ist die letzte Hürde vor. Ja, vor dem Finale vom Sivko-Gebäude. Ich glaube, der wievielte Part ist es nun, dass wir hier im Sivko-Gebäude sind? Der dritte? Dritte oder vierte Part auf jeden Fall. Also, es sind schon ein paar Parts gewesen. Und deshalb, ich bin jetzt schon mal heilfroh, dass wir heute endlich mit diesem Scheißgebäude hier durch sind. Und wir mal neue Orte sehen werden. Gut, neue Orte ist relativ, weil es fehlen eigentlich. Ja, so viele neue Orte gibt es eigentlich auch gar nicht mehr. Wir haben noch das Kraftwerk, was wir besuchen könnten. Gut, die Zinnoberinsel können wir noch besuchen. Und ansonsten eigentlich nur noch die Arenen. Und die Pokémon-Liga. Also so viel ist es jetzt auch gar nicht mehr. Bevor wir gegen. Ja, an Orten ist es nicht mehr viel, bevor wir zur Pokémon-Liga hingehen können. Und na gut, gegen Giovanni würde ich sagen, mit Sumpex können wir da ganz gut leaden, weil er hat ja ohnehin ziemlich viele Boden-Pokémon. Ansonsten, item-technisch haben wir jetzt nicht wirklich was. Okay, gut, ich kann Protein und sowas nochmal verteilen. Ja gut, komm, Knogger kann Protein bekommen. KP Plus. Wer hat ja die meisten KP? Sumpex. Ja gut, komm, kriegst du mal ein paar. Calcium Spezialangriff. Ja, das können wir mal Gardevoir geben. Eisen Verteidigung können wir, denke ich mal, auch Sumpex geben. Kabor, wer ist ja am schnellsten? Ich denke mal, Glurak können wir das mal geben. Warum auch nicht? Und Spezialverteidigung. Keine Ahnung. Lass ich erstmal aus. Flinkklaue. Ja gut, ansonsten haben wir eh keine Items. Kann Sumpex mal bekommen. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen schneller. Und ja gut, ich würde sagen, hallo Giovanni. Ah, Trick, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Ich wollte es eigentlich so wie so ein italienischer Mafia-Boss synchronisieren. Ist mir jetzt, denke ich mal, eher dürftig gelungen, weil, ja. Ach, stimmt ja, Nidorino ist ja nur ein Gift-Pokémon, da wäre Lebensschutz eigentlich sinnvoller, aber gut, egal. Surfer reicht auch aus, dank eines Crittes. Das ist doch schon mal nett. Lehmbrühe, nö, wir haben Surfer. Surfer ist ein bisschen stärker als Lehmbrühe und deshalb können wir darauf verzichten. Kangama. Ich würde sagen Knogger, weil Knogger hat den Durchbruch, also eine Kampfattacke. Und damit sollten wir eigentlich ganz gut reinhauen können. Okay, er hat Mogelhieb. Ist er, na gut, ein Stab-Mogelhieb von Kangama kann schon mal wehtun, das sieht man. Oh, Mega-Hieb, das könnte jetzt sogar wirklich wehtun. Na, es geht.
Also ein Hit würden wir auf jeden Fall noch tanken können. Er hält allerdings auch ein bisschen was aus. Also wir brauchen 3 Hits, um ihn zu besiegen. Er allerdings bei uns auch. Wir können allerdings das erst einmal heilen. Er setzt ja in der Regel eher nur sowas wie Supertränke ein. Ich heile jetzt einfach mal mit einem Hypertrank. Damit mir die... Ja, damit Knorga voll geheilt wird. Er hält gar nicht auf. Das ist interessant. Notenschlag? Warum? Wie blöd bist du denn, mein Freund? Der obligatorische, unnötige Crit. Wer erkennt ihn nicht, wer liebt ihn nicht? Na gut. Rihorn, da können wir, denke ich mal, ganz gut mit Sumpex reinhauen. Und ich glaube, ansonsten hatte er noch ein Nidoqueen. Das dann auch sein stärkstes Pokémon sein sollte. Aber auch das sollte gegen Sumpex eigentlich nicht viel machen können. Oder was sollte ein Nidoqueen schon großartig gegen uns machen können? Body Slam, das sollten wir auf jeden Fall tanken können. Easy. Und ein Surfer sollte... Reicht er vielleicht aus? Na, nee. Leider nicht. Aber na, Doppelkick, wow. Na gut, zieht gar nicht mal so wenig ab. Relativ gesehen zumindest. Aber unser Surfer tut jetzt Nidoqueen rausnehmen. Und das war's dann auch. Mit Giovanni. Ah, wieder verloren. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme der Silfco vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Drake, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Alles klar. Ich danke dir für die Rettung der Silfco. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahr tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, aber ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Ich will eine Miller, Junge! Und eine Villa! Und ein paar Aktien. Man weiß ja nie, für die Zukunft, ne? Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wäge jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. So wie ich mich kenne, entweder nie oder zu schnell. Aber gut, das werden vielleicht die ein oder anderen von euch auch kennen. Wann setzt man den Meisterball mal ein? Entweder setzt man ihn gerade bei der erstbesten Gelegenheit ein, also beim erstbesten Legi, oder man nutzt ihn gar nicht. Und verschwendet ihn dann, was weiß ich, irgendwann für ein Carpador oder sowas. Naja, ich setze ihn ja ganz gerne mal bei Wanderlegis ein. Allerdings haben wir... gibt es hier überhaupt Wanderlegis? Ja doch später, aber das nur... Ja, nach der Liga und unter bestimmten Voraussetzungen, meine ich. Achso, genau, wir können jetzt noch hier zu der einen... Na gut, ich glaube, das bringt uns jetzt sowieso gerade nichts. Weil wir keine Pokepuppe haben. Na gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen nicht in die richtige Arena, sondern in die hier. In das Kampfdojo und dort können wir dann einfach mal mit Gardevoir ein paar Kampftrainer plätten. Und uns ein extra neues Pokémon organisieren. Hier hätten wir ja sogar schon vor dem Silfco-Gebäude reingekonnt. Allerdings habe ich das ja erstmal sein gelassen, weil ja gut, die ganzen Trainer hier sind sowieso in etwa auf dem gleichen Level wie die Rocket-Rüpel. Von daher ist das eigentlich ganz in Ordnung gewesen und na gut, der
Obermacker von dem Dojo ist ja sowieso noch mal ein kleines bisschen höher, aber immer noch niedriger als Giovanni. Von daher, vielleicht hätte ich hier schon vorher hätte reingehen können, sollen, müssen, whatever, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt aber mal so entschieden, ist ja eigentlich egal. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Ja, tut mir leid, dass ich kein Schwarzgurt bin oder kein überhaupt einen Gürtel habe. Tut mir leid, aber na gut, unser Protagonist trägt aber glaube ich sogar einen Gürtel an seiner Hose oder so, keine Ahnung. Kann sein, kann auch nicht sein, ist wahrscheinlich kein anerkannter Dojo-Gürtel, keine Ahnung, wie nennt man die? Ich weiß nur schwarze Gürtel und so weiter, die werden halt einfach nur Gürtel genannt, oder? Ich bin leider kein Kampfsport-Experte und gerade Karate und eigentlich allgemein Kampfsport kenne ich mich nicht gerade so wirklich aus. Das Einzige, was ich mal so geguckt habe, ist WWE. Ist aber auch eher Kampfshow. Also kein reales, also gut, die ein paar Aktionen und all sind schon, ja, wahrscheinlich halbwegs echt, aber ja. WWE ist halt so gut wie alles gestellt. Ist eben nur Showkampf, ne? Auch wenn die sich da schon mal in Wirklichkeit verletzen können. Ist ja schon mal... Es kann schon mal vorkommen. Ja, das stimmt. Aber in der Regel ist das eben alles nur Show. Finde aber auf Facebook die ganzen Diskussionen immer lustig wegen diesen ganzen Smarks, whatever. Wie die sich da alle bezeichnen, also die ganzen Leute, die da aus wirkliche Wrestling-Talent gucken und diese ganzen Möchtegern-Experten ja sind. Und dann noch, also ich glaube, die werden Smarks oder so genannt, keine Ahnung. Und diese ganzen Marks, also ohne S am Anfang, sind dann die ganzen Leute, die einfach nur schauen und eben nach der Story auch wirklich gucken und nicht so wirklich darauf achten, wer jetzt wirklich seine gedachte Rolle gut macht, also gut spielt und so weiter, einfach nur normaler Fan ist, so wie es vielleicht jetzt ein Neuling macht, der vielleicht schon mal gehört hat, dass ja gut, es ist Show, aber sich einfach darauf einlässt. Ich meine, warum sollte man das nicht dürfen? Diese ganzen Diskussionen da auf Facebook finde ich einfach nur lächerlich. Ich meine, lass die Leute doch ihren Spaß haben. Warum soll man da immer nur darauf achten, ja gut, das ist Show, da. Voller Fake. Und ja gut, dann ist der eine Typ vielleicht nicht so gut wie jetzt ein anderer in der einen Hinsicht. Achso, ja gut, den hätte ich vielleicht noch vorlesen können, weil das der Karate-Meister ist, aber egal. Das ist der Karate-Meister namens Junichi. Ey, Junichi Masuada, oder? Der hieß doch so, oder? Masuada hieß doch Junichi, oder? Peinlich, dass ich das nicht genau weiß, aber kann gut sein. Da hat er sich hier einfach mal als Karatemeister ins Spiel reingebracht. Naja, warum nicht? Nocturne und Kikli, ja gut, beides Pokémon, die wir schon mal gesehen haben. Und jetzt mehr oder minder gut sind, aber naja. Ich brauche jetzt beide nie so sehr, aber sind ganz nette Pokémon. Aber wenn ich sie nicht unbedingt brauche, wie gesagt. So, jetzt können wir uns ein Pokémon aussuchen. Ein Schluckwisch oder ein Lamus. Ja gut, was werde ich wohl nehmen? Ich würde sagen, das Lamus. Nope. Das hier ist noch das Schöne. Die Pokémon, wenn man ein volles Team hat. Und mein geschenktes Pokémon bekommt. Es wird einfach auf die Box gebracht. In neueren Spielen ist das nicht selbstverständlich so.
da braucht man teilweise auch schon mal immer einen Platz frei im Team. Obwohl das in der ersten Generation schon Standard war. Ja, in der ersten Generation wurden die Pokémon noch auf den PC gebracht. Wenn man keinen Platz mehr frei hatte. Wieso gibt es das nicht in neueren Spielen mehr? Ne, Beleber brauche ich ja eh nicht. Ich verstehe es nicht so ganz, was sich da Game Freak gedacht hat. So, holen wir uns einfach ein paar Topschutz, warum auch nicht. Fluchtzeil, habe ich genug. Superball, ja gut, brauche ich eigentlich nicht, ich habe noch Hyperbälle. Von daher können wir darauf mal verzichten und ja, ich würde sagen, wir werden nicht... Na gut, jetzt hätte ich eigentlich rechts lang gekonnt, aber egal. Wir werden noch nicht mit Safronia City weitermachen. Also noch nicht mit dem Safronia City Arena. Wir werden erst nach Fuxania City gehen. Und danach in die Safronia Arena gehen. Wir können uns ja mal kurz Lamos angucken. Was hast du so? Wesen sagt. Mhm. Dösigkeit, ja gut. Potrot, ja. Level 25, 114 und 137 Verteidigung. Der Rest ist dafür natürlich unbrauchbar wie sonst was. Aber gut, Potrot ist halt eines der Pokémon mit der höchsten Verteidigung. Aber der Rest ist eben scheiße. Schuppet. Wesenforsch. Oh, das liegt ein Bandsticker. Ja, könnten wir uns vielleicht für die Arena überlegen, ob wir das nicht mal ins Team nehmen werden. Spoink könnte eventuell sogar nochmal ganz nett sein. Hm, muss ich mal überlegen, was ich da so mache. Achso, warte mal, ich wollte doch Schwalbini von der Box holen. Einfach, um ein Flug-Pokémon zu haben und nach Fuxania City fliegen zu können. Da kann Nidoking mal kurz von der Box runter. Ach komm. Damit es später schneller geht, tun wir mal Pixie nach hinten und Nidoking nach vorne. Und dann flattern wir einfach mal mit einem auf einem Schwalbini, was seltsam ist, dass ein Schwalbini ein ja, dass man auf einen Schwalbini fliegen kann. Obwohl das viel deutlich kleiner ist als man selber, aber gut, ne? Man muss es nicht verstehen. So, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal... Ja gut, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Wir können noch mal einen Kampf in der Arena machen. Und ich würde auch sagen, das machen wir einfach mal. Wobei die ganzen Typen hier sowieso... Viele von denen haben zwar auch, also einige von denen haben auch Gift-Pokémon, aber hier sind viele Jongleure dabei und die haben in der Regel eher Psycho-Pokémon, wie dieser hier zum Beispiel schon. Mit einem Hypno. Auf Level 38, das ist ziemlich hart. Von daher, Knogger, du musst gut treffen. Ja, und da kommt schon... Knogger trifft nicht. Das ist nicht gut. Und, reicht das aus? Jawohl. Hast du gut gemacht, Knogger. Hast du gut gemacht. Hm, na gut, komm. Einen Kampf können wir sogar noch machen, würde ich sagen. Hey, jetzt stehen die nebeneinander. Jetzt können die sich Geschichten erzählen. Von alten Tagen und so weiter, ne? Oh, der sieht einen von da oben sogar. Okay, ganz gut. Du bist wahrscheinlich auch ein Jongleur, hä? Jo, du hast wahrscheinlich auch nur Psycho-Pokémon. Ein Traumato. Nathan Drake! Aha. Ob das wirklich Nathan Drake ist? Ich glaube es ja nicht. Hm, das Hypno eben auf Level 38 konnte nicht, also hat nicht mit der Psycho-Attacke angegriffen. Dieses Traumato auf Level 34 schon.
Seltsam, seltsam. Und Kadabra. Nee, ich würde sagen, ach komm, da bleiben wir mal drin. Warum auch nicht mit einem Knochenmarang sollte das jetzt eigentlich... Sollte das eigentlich ausreichen? Es ist schließlich nur ein Kadabra, was ja sowieso nicht viel aushält. Jo, einmal reicht sogar aus. Das ist doch wunderbar. Und damit wäre diese Arena auch... Also, diese Trainer geklatscht und dieser Part beendet. Ja, wie man sieht... Ja, diese weißen Ränder an diesen Plattformen hier, also an diesen Kacheln, zeigen einem eigentlich auch schon den Weg. Weil hier sind überall unsichtbare Wände, wo wir eben nicht durch können. Also überall, wo diese weißen Punkte sind, da ist eine unsichtbare Wand, da können wir leider nicht weiter. Aber gut, hier werden wir uns im nächsten Part dann erstmal ein bisschen... ja, durchmanövrieren, würde ich sagen. Denn das war's erst einmal mit Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke für heute. Wenn euch der Park gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn es dann möglicherweise sogar zwei Arenen gibt. Diese hier auf jeden Fall. Na, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.